Wir haben die Karte. Wie viele? Mindestens ein halbes Dutzend. Wir brauchen sie nicht alle. Wir sollten auch einen gewissen Schwund voraussetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch alle funktionieren. Wenigstens zwei befinden sich auf Landmassen, die es gar nicht mehr gibt. Wir schicken Teams zu allen Standorten und finden es heraus. Immerhin brauchen wir nur einen. Und der Rest? Sammeln Sie sie ein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein verdammter Überlebender, der in der neuen Welt Ärger macht. Der Assassine? Wir haben, was wir brauchen. Töten Sie ihn. Halt! Sie wissen, wie die Dinger funktionieren. Wir können da nicht einfach reinspazieren. Was meinen Sie? Wir könnten ihn noch brauchen. Seine Erinnerungen. Ich empfehle, ihn festzuhalten, bis wir sicher sind, dass uns an den Fundstellen keine Überraschungen erwarten. Das ist Zeitverschwendung. Sie haben es doch selbst gesagt. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Also gut. Stellen Sie sicher, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Dann töten Sie ihn. Gut. Untergraben Sie meine Autorität nicht. Ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Gehen wir. Wir haben noch viel zu tun. Machen Sie es sich nicht so gemütlich. Wir kommen bald genug auf Sie zurück. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde? Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Als wir noch fleischlich waren und unsere Heimat intakt, verrieten uns die Menschen, uns, eure Schöpfer, uns, die euch Leben gab. Wir waren stark, aber ihr wart viele und beide wollten wir Krieg. So sehr vereinnahmte uns das Irdische, dass wir den Himmel nicht beachteten. Und als wir es taten, brannte die Welt, bis nichts außer Asche verblieb. Dann und dort hätte es enden sollen. Aber wir erschufen euch nach unserem Bilde. Wir schufen euch, um zu leben. Und das taten wir. Wir waren wenige. Von euch und von uns. Es forderte Opfer, Stärke und Hingabe. Doch wir erneuerten. Und als Leben in die Welt zurückkehrte, schwuren wir, dass die Tragödie sich nicht wiederholen würde. Aber nun sterben wir. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Aus Wahrheit wurde Mythos und Legende. Was wir erschufen, missverstanden. Lass meine Worte die Botschaft konservieren und unseren Verlust aufzeichnen. Aber lass meine Worte auch Hoffnung bringen. Suche nach den anderen Tempeln, erbaut von denen, die sich vom Krieg abwenden konnten. Ihr Werk beschützte uns. Rettete uns vor dem Feuer. Wenn du sie findest, wenn du ihre Arbeit rettest, dann vielleicht auch diese Welt. Doch schnell, die Zeit wird knapp. Wappne dich gegen das Kreuz. So viele werden sich dir in den Weg stellen. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt nun. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Mr. Miles, welch unerwartete, aber freudige Überraschung. Und ich dachte, ich müsste noch mehr Männer an Sie vergeuden. Schön, dass Sie mir den Ärger sparen. Was wollen Sie, Vidic? Dass Sie nach Hause kommen. Wir vermissen Sie. Wir haben noch so viel Arbeit gemeinsam. Das wird nicht passieren. Dass Sie mich aber auch immer wieder enttäuschen müssen, Miss Sturman. Ich habe Ihr Leben gerettet. Erinnern Sie sich? Und so danken Sie es mir. Sie retteten mich, damit Sie weiter Experimente mit Menschen machen. Ihre Leben zerstören konnten. Und wofür? Oh, das Argument wieder.
Soweit ich weiß, waren sie dabei. Neben mir. Die ganze Zeit über. Das Blut klebt an ihren Händen, genauso wie an meinen. Du musst ihn stoppen. Bin dabei. Ah, Doug. Jetzt gibt's nur noch Sie und mich. Genießen Sie den Sieg, Mr. Miles. Solange Sie können. Desmond, wir müssen los. Da bist du ja. Komm schon. Hilf Lucy ins Auto. Tempo, Desmond. Wir müssen los. Du bekommst deine Chance, Desmond. Warren kriegt schon noch, was er verdient. Versprochen. Also was nun? Wohin gehen wir? Im Norden gibt's eine Hütte. Dort sollten wir sicher sein. Wenigstens für kurze Zeit. Ich muss nur die Bänder deiner Sitzungen analysieren. Herausfinden, was los ist. Und dann? Dann mal los. Ich habe dich angeschlossen. Wird eine lange Fahrt für uns. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst habe ich Fragen. Ich meine, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber vielleicht. Es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Wenn das passiert, rein theoretisch, könnte der Planet geologisch instabil werden. Sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaft, aber irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau, wie hieß sie noch? Minerva, nicht? Sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Bänder an und du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay, am besten fang ich an. Das ist nichts Pythagoreisches. 43, 39, 19, N, 75, 27, 42 und W. Nichts. Der Hermeskult irrt sich. Die Zahl bedeutet gar nichts. Das richtet sich nicht an uns. Kompiliere Subsystem. Infrastruktur. Sehnen. Herz. Stimme. Subjekt 16? Ja. Ja, Subjekt 17. Du bist tot. Ich sah dein Blut. Keine Zeit. Es ist viel später, als du denkst. Zu spät, um sie zu retten. Wen? Sie ist nicht die, für die du sie hältst. Alles, was du erreichen willst, alles, was dir wichtig ist, es ist schon verloren. Erklär es. Bitte. Eden. Sie... In Eden finde Eva. Den Schlüssel. Ihre DNA. Sprich! Ich kann nicht. Die Sonne. Dein Sohn. Zu schwach. Muss Energie auffrischen. Geh nicht. Ich bin bis zum Ende bei dir. Finde mich. In der Dunkelheit. 100 Jahre könnte ich sprechen, und ihr würdet uns nicht kennen. Ihr mit 5 Sinnen. Ihr mit 6. Einen verwerten wir euch. Zur Sicherheit. Jetzt könnt ihr nie wissen. Nur ahnen. Raten. Ihr könnt sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören. Wissen blieb euch verwehrt. Danach, als es um die Welt geschehen war, wollten wir es durch das Blut weitergeben. Euch so an uns binden. Ihr seht den Augenschimmer. Ihr hört die Worte. Aber ihr wisst nicht. Wir hätten euch lassen sollen, wie ihr wart. Schwer zu verweilen. Wissen, so wie wir. Wir warten auf dich, Desmond. Du wirst kommen. Du wirst es aktivieren. Aber du weißt es erst, wenn es zu spät ist. Ich bin gelähmt. Deine DNA kommuniziert mit dem Apfel. Du hast ihn aktiviert. Ah.